Ich verstehe, dass Ihnen meine Notengebung vielleicht seltsam vorkommt. Verständlicherweise, oder? Justus hatte mehr drauf, als er bis dahin gezeigt hat. Anhand dieser Übersetzung ist das eher nicht zu erkennen. Er ist mit meinem Kollegen einfach nicht zurechtgekommen. Danach hat er sich sehr bemüht, das wollte ich bei der Bewertung berücksichtigen. Deswegen ist Justus bestimmt nicht umgebracht worden. So wie ich das sehe, haben Sie dem Jungen einen riesigen Gefallen getan. Haben Sie eine Gegenleistung dafür bekommen? Was für eine Gegenleistung? Meinen Sie Geld? Die Lateinnote vom letzten Halbjahr fließt in die Abiturnote ein. Die Mathe-Note sowieso. Und Justus kam aus einem sehr reichen Elternhaus. Ja, klar. Er hat mich bestochen. Manchmal versteigere ich gute Noten sogar meistbietend. Vielleicht war die Note nicht gerechtfertigt. Mag sein. Soweit sind wir uns dann jetzt einig. Also? Der Job hier ist gut, solange man mit den Eltern auskommt. Aber wissen Sie, was die mit Ihnen machen, wenn sie ihre Kinder zu schlecht bewertet finden? Vor allem, wenn die weitere schulische Laufbahn davon abhängen könnte, dann stehen die hier mit einem Rechtsanwalt auf der Matte. Mal eine unverdiente 2 raushauen, tut doch niemandem weh. Chatten Sie häufiger mit Schülern? Herzchen, Küsse, Gute-Nacht-Wünsche. Sie hatten eine Affäre mit Justus Sternberger. Nein, das war doch nur, ich... Waren Sie schon mal im Hotel Rathenau? Also, das Personal dort kann sich noch sehr gut an Justus und an seine nette Begleitung erinnern. Die Beschreibung der Frau passt perfekt auf Sie. Das war doch nichts. Paragraph 174, Strafgesetzbuch. Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Ich habe ihn noch nicht missbraucht. Es ging von ihm aus. Außerdem hatte ich Justus damals gar nicht im Unterricht. Das ist jetzt sehr spitzfindig. Und vollkommen unerheblich. Ich weiß ja, dass es ein Fehler war. Ich habe es ja auch sofort wieder beendet. Ein paar Küsse, eine einzige gemeinsame Nacht, ein paar SMS. Das war alles. Und Justus? Er war verletzt. Und dann hat er angefangen, Sie zu erpressen? Erst als ich die Kurse von Dr. Hensel übernommen hatte. Er hat verlangt, dass Sie ihm bessere Noten geben. Und dass Sie ihm auch noch die Klausuren der anderen Abiturprüfungen besorgen. Nein, ihm war doch klar, dass ich das nicht kann. Er braucht ein erstklassiges Abi. Er wollte schließlich nach Cambridge. Wie Sie das machen, war ihm egal. Er hatte sie in der Hand. Ich habe Justus nicht umgebracht.